Leute, herzlich willkommen auf Fettsack probiert und herzlich willkommen zu einer neuen Ära hier auf meinem Kanal. Und zwar möchte ich heute mit euch zusammen eine Döner-Tour machen. Wie kommt es jetzt dazu, dass ich alles ein bisschen umschmeißen werde? Ich habe immer einmal die Woche am Donnerstag den besten Döner meiner Stadt gesucht. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Einen Döner getestet, ein bisschen ungeschnitten gewesen und so weiter und so fort. Jetzt allerdings soll sich das ein bisschen ändern. Es gibt in diesem Video 3 Döner für euch. Wir machen eine richtig geile Tour durch Hamburg, essen da Döner, hier Döner. Es wird schmackhaft und lecker. Außerdem werden wir unser Ranking weiter ausführen. Ihr wisst, ich habe ein Döner-Ranking, wo ihr sehen könnt, welcher Döner ist auf Platz 1, auf 2, auf 3 und so weiter und so fort. Und ich werde einen Döner, der heute auf der Liste ist, auch nochmal testen. Vielleicht wird er dann besser oder schlechter eingerankt. Das heißt, die Döner, die wir heute testen, kommen auch auf die Liste, ob es eine Empfehlung für euch ist oder nicht. Ich freue mich darauf, wenn wir mal wieder Döner zu essen, weil der letzte Save schon irgendwie 2-3 Wochen her. Und ich meine, was ist das für ein Leben? 2-3 Wochen kein Döner ist. Ich habe angekündigt, ein bisschen neue Ära in Anführungszeichen. Das heißt, die Videos sind jetzt besser geschnitten, Musik und so weiter und so fort. Das soll immer Dienstag um 18 Uhr kommen. Donnerstag und Sonntag kommt wie gewöhnlich eine leckere Reaction online. Ich hoffe, ihr habt Bock darauf, ihr belohnt das alles mit einem leckeren Like. Pusht halt so ein bisschen. Das heißt, wenn ihr die Videos liked, werden sie besser angezeigt. Und das freut mich, weil diese Touren kosten natürlich viel Zeit. Dazu kommt noch alles geschnitten wird und so weiter und so fort. Deswegen würde ich mich sehr freuen, Leute, wenn ihr einen dicken Like da lasst und habt jetzt richtig Bock auf eine leckere Tour. Der erste Döner, den wir jetzt abchecken werden, ist Kebab Zone. Kebab Zone ist bei mir, glaube ich, auf Platz 2 oder 3, das ist wirklich super, super gut. Was ist das Besondere an dem? Ihr wisst, ich bin in Hamburg. Und in Hamburg, ne, haben die Leute ein Problem mit Knoblauchsoße. Die beste Soße auf einem Döner. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, was ist eurer Meinung nach die beste Soße auf einem Döner? Klar könnt ihr Tzatziki schreiben, ihr könnt auch Cocktail schreiben, aber ich bin der Meinung, ich würde sagen, Knoblauch ist in der Regel immer ultra, ultra geil. Das Geile bei Kebab Zone ist, der hat seine Knoblauchsoße und der macht so ein bisschen Berliner Style. Also auch mit so richtig geil frittierten Gemüse und so. Also eigentlich ein sehr, sehr geiler Döner. Das Hauptproblem ist halt bei dem Döner, bei Kebab Zone, ne, geile Anbietung, ich meine Berliner Döner, geile Soßen, aber Abu, mein Guter, hat mir schon irgendwie gesagt, er war ja auch irgendwie da und meinte so, oh, der hat richtig reingekackt in den Tag. Das habe ich aber auch schon von ein, zwei Kollegen gehört, so, ja, die waren da, auf meine Empfehlung halt, ne, weil ich irgendwas in Acht gegeben habe und der war auch wirklich lecker. An manchen Tagen, die haben den Tag ihres Lebens und hauen richtig geilen Döner raus. Aber dann haben die wieder so Tage, wo so, und was macht einen guten Döner aus, Leute, dass da richtig schön reingedrückt wird und dass der Döner konstant geil und lecker ist. Das macht wirklich einen geistkrank guten Döner aus. Moment, kurze Unterbrechung, ich muss ganz schnell Bargeld holen, weil die Dönermänner ja immer nur Bargeld nehmen, aber ich stehe so im Halteverbot, ich hoffe, keiner kommt und bumst mich. Also ich liebe ja Strafzettel, ne? Ich sammle die wie Pokémon-Karten, aber heute bitte nicht. So, her damit. Okay, wir gehen zum Döner, hoffentlich keine Strafzettel. Und ich bin da, Leute, es ist wirklich furchtbares Wetter, deswegen bin ich auch heute der Tesla-Fettsack, aber... Hier ist Kebab-Zone, ihr seht, das ist ein super kleiner Laden hier einfach am Friedrichsberg, ne? Also kein besonderes ausgeschmückter, sondern einfach hier Kebab-Zone, ne? Steht das Schild drauf. Bei den Jungs ist aber super, super schwer zu filmen, ne? Die sagen immer, wenn du Kamera rausholst, so nein, 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 nein. Das sind hier ein paar heimliche Aufnahmen, habt ihr gesehen? Ihr habt den Spieß gesehen, das sah wirklich aus wie geiles Fleisch. Kein Drehspieß, Müll, Alter. Heißt das Drehspieß schlechtes, Leute? Das will ich gleich direkt runterreden, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn alles mit Hackfleisch gestreckt ist, kannst du dir vorstellen, dass nicht die geilste Fleischqualität ist. Aber schön Dönerfleisch, 7,50 natürlich hart für einen Döner. Boah, hab ich Bock mal wieder auf einen Döner und dieser Döner sieht wahnsinnig geil aus. Einige glauben ja, Gemüsedöner in Berlin heißt mit Gemüse, aber es ist frittiertes Gemüse plus Fleisch natürlich. Außer du möchtest eine vegetarische Variante haben. Aber du kannst sehen, ne, richtig, richtig lecker Aubergine, alles geil frittiert. Hier nochmal drum, ne. Dazu natürlich Fleisch, Schafskäse, Zitrone drüber gemacht. Und das Lustige ist aber, Kebab Zone ist online echt schlecht bewertet. Die haben, glaube ich, eine 3,8 Bewertung oder so. Und ich weiß, viele gehen erst ab 14 gefühlt im Laden. Aber bei dem Laden ist das Blöde, die Mitarbeiter sind halt wahnsinnig unfreundlich. Also schreiben die Leute mal online. Ich bin euch ehrlich, klar, du gehst in den Laden rein, ne. Die reden jetzt nicht großartig mit dir, machen ihr Ding so halt. Ja, guck mal, ich bin ehrlich, ich bin für Zungenküsse offen so, aber die wollen halt nicht. Weißt du was, spuck mir sogar ins Gesicht, solange dein Döner geil schmeckt, Mann. Gib mir jetzt den ersten Biss. Ich habe richtig Bock, in diesen Gemüsedöner einfach mal reinzubeißen, Alter. Aber das Ding ist prall gefüllt, ne? Richtig fett. Ich mach's mal ein bisschen auf für euch. Guckt ihr das mal an, Digga. Das ist so ein fettes, unverschämtes Teil, ne? Richtig, richtig voll mit richtig viel leckerem Fleisch, dazu Soßen, Knoblauchsoße und Curry habe ich genommen. Richtig geile Mischung, kann ich nur weiterempfehlen. Ne? Dazu seht ihr das ganze Gemüse, aber auch das Fleisch. Es ist so ein fettes Teil, sag ich mal. Klar, 57 ist nicht wenig für den. Die Dönerzeiten sind hart. Auf jeden Fall stopfen sie das Teil bis zum geht nicht mehr voll. Ey, das ist aber auch gemein, ne? Die anderen Leute gehen hin, haben richtig Pech und so und ich gehe da hin und kriege da so einen geilen Döner. Kann vielleicht sein, dass abends die Qualität vielleicht abnimmt, ne? Jetzt um 13 Uhr, oder? Das Ding schmeckt so geil. Ein bisschen viel Gemüse. Ich hätte mir eher so ein bisschen Mischmasch gewünscht, aber der bockt mich einfach brutal, Alter. Unten lauern ja die Soßen, das ganze Fett. Aber schon der erste Biss ist ja lecker. Dazu kommt Gemüse zwar, also das gefrierte Gemüse ist nicht perfekt gemischt gewesen, weil es so oben drüber war. Aber die anderen Sachen sind hier richtig geil vermischt. Du beißt rein, du ziehst alles in den Mund. Da unten ist das ganze Soßengehabe. Oh, hier sind sie.
Alter, was ist so gemein, ne? Weil ich finde den Döner immer noch ultra lecker. Aber was das Blöde ist, vielleicht geht ihr jetzt hin, das schmeckt übel scheiße. Guck mal, ich habe ja auch keinen Kamerabonus. Wisst ihr ja, wenn du Kamera rausholst, dann machen sie in der Regel. Ich filme mir alles mit dem Handy so ein bisschen, habe ein bisschen heimlich Aufnahmen gemacht. Und trotzdem, der Typ, Digga, hat mir nicht geredet, gar nichts. Hier, nimm deinen Döner und verpiss dich gefühlt. Und trotzdem haut er so ein leckeres Ding raus. Fleisch schmeckt mir super lecker, muss ich sagen. Es ist auch cool, das ist echtes Fleisch. Die Spieße sind auch richtig gut und saftig aus. Das frittierte Gemüse ist gar Schafskäse. Gibt so einen leichten Schafkäse-Kick. Dann die Soßen, Knoblauch, Curry vermischt sich wie ein Heiligtum. Was soll ich denn sagen, Abu? Ey, Abu hatte so Pech, als er da war. Andere Kollegen von mir auch, ey. Och, es ist einfach gut. Ich finde es einfach sehr, sehr lecker. Ich gebe dem Döner immer noch eine 8. Also, es ist immer noch eine 8 von 10. Ich habe damals 8,1 gegeben. Ich bleibe bei 8,1. Bin ich ehrlich. Ich schwöre es euch, ne, für Hamburger Verhältnisse, klar, wenn man es in ganz Deutschland-Ranking einsehen würde, aber Hamburger Verhältnisse ist das wirklich jetzt gerade um 13.41 Uhr an einem Mittwoch. Ein wirklich geiler Döner. Ich hoffe, er bleibt so konstant bei euch auch. Aber ich habe hier gerade richtig Spaß gehabt. Ich fand den super, super, super lecker. Mm. Also auf Evanio könnt ihr mich gerne Schwein weiterhin nennen, ne? Aber auf Fetzer probiert bin ich der Tesla-Fetzer, weil ich schön in meinem Tesla überfressen werde mit euch zusammen. Die nächsten zwei Döner allerdings unterscheiden sich sehr von Kebab-Song. Kebab-Song hat so ein bisschen Berliner Style, glänzt auf jeden Fall mit den Soßen. Die Soßen holen viel raus, muss man sagen. Aber die nächsten zwei Döner glänzen mit ihrem Fleisch, weil es sind selbstgemachte Spieße. In Hamburg, ich verarsche den nicht, ich beschwere mich in Hamburg immer, dass in Hamburg immer die Dönerkultur wirklich gesunken ist. Anders kann man sich sagen, es sind so viele schlechte Döner in Hamburg oder standardmäßige Döner. Da ist Gute rauszupicken echt nicht leicht. Der erste wird jetzt sein, der ist in Harburg. Ey, das ist so weit weg für mich. Das ist so, als ob du in Bremen wohnen würdest und du musst nach Bremerhaven fahren. Okay, weißt du, das bessere Beispiel? Stell dir vor, du wohnst in Köln, Digga, und du musst nach Düsseldorf. Und davon ziehst du die Hälfte ab und dann bist du ungefähr in Harburg. Also, es ist schon ein kleiner Weg dahin. Aber da lauert ein Dönerladen, der ist Platz 1 auf meiner Döner-Rankliste. Das überprüfen wir heute, weil der Döner ist geil. Selbstgemachter Spieß, das Fleisch schmeckt richtig lecker. Nur blöd ist, die haben geiles Fleisch, aber geilst ein bisschen damit. Also, die geben immer nur so ein bisschen. Leider. Ich muss aber in die Kamera hingehen, vielleicht kriegt er ein bisschen mehr. Okay, wir müssen ein Brot, ein bisschen Standard und so. Soßen harmonieren super. Lecker Tzatziki, geil mit Schaf und so. Sehr, sehr geiler Laden. Mist Antoni. Es ist wirklich ein geiler Dönerladen, in der Regel. Ich will nicht lügen, ich war schon so 3, 4, 5 Mal da. Aber es gab auch ein, zwei Momente, wo du dachtest so, das kenne ich ja besser. Also die Konstante ist irgendwo da, aber irgendwie jetzt auch ein bisschen geschwächelt. Mal gucken, wie es heute sein wird. Ich bin jetzt fast nach 20 Minuten Fahrt endlich da, aber ich sag euch, was sehr, sehr nervig an diesen Touren ist im Auto. Parkplatz finden in Hamburg, die Hölle. Ja, okay, das ist aber Ausnahmefall, Leute. Das lief jetzt richtig scheiße. Ich habe jetzt irgendwie 10 Minuten weiter entfernt geparkt. Jetzt muss ich halt noch 10 Minuten hingehen. Gott, oh Gott, Live-Report von der Straße, Leute. Da hat so ein Porsche, ne, wirklich ein geiles Auto, im Parkverbot geparkt. Der wurde gerade abgeschleppt vor meiner Nase. Digga, Junge, was echt aufpasst. Und da ist er, Leute. Mistantuni Döner. So dick sieht der Spieß wirklich aus. Ich bin in den Laden reingegangen, Leute, ne? Und der Spieß, der ist sowas von saftig, ne? Der sieht auch sowas von geil aus, ne? Denn er das Fleisch da abschneidet. Du siehst richtig, wie das Fett dran klebt, ne? Die ganzen Auswahl, die da existiert, ist super, super lecker. Und man hat einfach wirklich richtig Bock auf den Döner, schon wenn er ihn zubereitet. Und ich hole ihn raus, Leute. Ich hole ihn raus. Ich ziehe ihn auch aus, ne? Die Süße wird jetzt vor euch ausgezogen. Ich habe es mir einpacken lassen, weil ich noch zum Auto musste. Und da wäre schuld gewesen, nach Hand zu laufen. Am Ende fällt noch ein bisschen Fleisch rein. Aber jedes Stück ist kostbares Fleisch, das nicht weg darf. Oh, da habt ihr ihn. Mist Antonis Döner, Alter. Und ich muss auch sagen, was ein bisschen unfair ist, ne? Das sind super liebe Leute da drin. Ich muss auch sagen, ich hasse es, Leute, dass ich kein Türkisch kann. Ich wünschte, ich könnte Türkisch. Weil Mitarbeiter, ne? Und dann andere Leute gewesen, die Türkisch gesprochen haben. Dann so Salam, Bruder. Und dann, ey, Abi. Und dann ich stehe daneben. So 5 Leute reden Türkisch. Ich stehe daneben wie so kleiner Allmann und kann nichts dazu sagen. Wie geil wäre ich, gehe in einen Dönerladen rein. Dann so Salam Aleikum. Dann ich gehe jetzt einen Kuss, dann sage ich, Bruder, ein Döner. Natürlich auf Türkisch. So, Selam aleikum, Schelle, Schekel. Und bam! Aber nein, das ist leider nicht so. Aber die Leute sind super nett gewesen, aber er kannte mich. Was schön ist zwar, aber ich habe gemerkt, er hat Fleisch ein bisschen extra gegönnt. Was ist lieb, was ich freue mich als Fetzer so. Aber ich weiß, wenn ihr halt hingeht, kriegt ihr ein bisschen weniger Fleisch. Das ist schon mal Vorwarnung. Es ist aber wirklich sehr, 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 sehr geiles Fleisch. Das ist keine irgendwie eine Scheiße oder irgendwie Hackfleisch. Ich kann jetzt schon mal sagen, in einem Döner muss immer ein kleiner Anteil Hackfleisch sein, in der Regel. Zur Festigung hat mir ein Dönermann mal erklärt. Aber in der Regel siehst du das richtig geile, marmorierte Fleisch. Dazu haben die Soßen, ne? Die sind ja so spektakulär. Ich meine Cocktail, Tzatziki, aber die passen so gut. Das ist halt nicht so viel Salat. Das ist eigentlich wirklich, ihr seht, nur ein Fleischtraum. Guck mal, ich bin eigentlich einer, ich verstehe es jetzt mal, ne? Ich habe lange Zeit Cocktailsoße gehatet. Ich dachte mir so, warum gibt es in Hamburg so oft Cocktailsoße? Aber ich muss echt sagen, diese leichte Süße von der Cocktailsoße mit diesem geilen Fleisch ist richtig gut. Also es ist wirklich eine richtig schöne Kombo, die sie ergänzt. Das sind wie zwei Männer, die sich küssen. In meinem Mund. Sehr, sehr geil. Ein süßer, kleiner, leckerer Döner.
Und das Krasse ist, die wollen unter 7 Euro. Ich glaube 6,50 war das. Und das ist wirklich, ich sag mal sowas, den Döner ganz gut beschreibt, ne? Ich fahre für diesen Döner extra 20 Minuten. Und weißt du was? Ich fahre sie mit Liebe. Ich habe damals eine 8,7 gegeben. Ich schwöre sogar, der ist heute eigentlich sogar ein bisschen besser. Aber ich bleib bei einer 8,7. Das bleibt unser Platz 1 bis jetzt in Hamburg, weil der einfach so unfassbar lecker ist. Ich bin echt zufrieden. Aber es gibt noch einen. Und wisst ihr, was krank ist, Leute? Die waren so korrekt im Laden, die haben mir ein Brot verkauft. Für was brauche ich ein Dönerbrot? Für die Nummer 3. Antep Kebab House. Leute, die haben da einen Spieß, ne? Ein Istanbul-Spieß. Original aus Istanbul. Problem ist, 15 Uhr und es kann sein, dass es ausverkauft ist. Antep Kebab House punktet absolut mit ihrem wahnsinnig geilen Fleisch. Die haben eine eigene Fleischerei neben ihrem Dönerladen. Es ist wirklich ein himmlisches Fleischerlebnis. Das einzige Problem werdet ihr gleich sehen, Leute, weil was Döner angeht, die haben zwar einen dicken, fetten Spieß, aber ich habe nicht umsonst ein extra Brot noch bestellt bei Mr. Antoni gerade. Guck mal gleich zu, was ich meine. Also ich hoffe, alle machen ja auch gerade eine Dönertour, ne? Sonst kann ich mir diesen Stau nicht erklären. Da vorne ist der Dönerladen, Leute, da links. Aber ich brauche erstmal einen Parkplatz wieder. Ja, Parkplatz ist ganz nett. Obwohl jetzt ungefähr 10 Minuten noch dahin gehen muss. Ich mache euch aber schon mal heiß drauf, ne? Also ich habe ja schon gesagt, selbstgemachter Spieß, alles mögliche. Ist halt ein Istanbul-Spieß. Das heißt, dieser viereckige, den die schön mit so einem gefühlten Schwert das Fleisch runterschneiden. Und das Blöde ist ja eigentlich, jetzt kann ich euch sagen, Leute, die machen das alles in einem Lahmacun. Aber wir wollen natürlich Döner haben, damit es auch wirklich der Döner zählt. Deswegen habe ich mir extra ein Dönerbrot besorgt. Ah, da ist es, Leute, ne? Antep Kebab House. Hier ist es, Leute. Hier kriegen wir es. Und ich merke jetzt gerade, wie schmutzig mein Pullover geworden ist. Deswegen trage ich nicht gerne weiße Sachen. Ey, Leute, ich habe wieder Stories aus den Streets für euch, ne? Also ihr müsst euch vorstellen, Leute, ich warte ja gerade auf mein Essen, ne? Hier steht so ein Smart, der hat richtig scheiße geparkt, Digga. Auf einmal diese Landesverkehrsleute, ihr wisst, wie Strafzettel verteilen. Die Frau ist gejoggt, die ist wirklich gerannt zu diesem Smart, hat den dicksten Strafzettel der Welt gemacht. Der Typ kommt raus aus dem Dönerladen und guckt sie an, sie guckt ihn an. Beide wissen einfach alles scheiße, aber die wollte auf Leben und Tod in die Strafzettel reinknallen. Deswegen probiere ich immer gut zu parken. Ich habe die heiße Ware, Leute, und eigentlich habe ich geparkt wie ein Weltstar. Deswegen hoffe ich mal, das ist kein Strafzettel. Bin im Auto, Leute, kein Strafi, obwohl mittlerweile machen wir es ja viel digital. Also vielleicht doch Strafzettel. Also ich habe für euch einen Dönerteller erstmal bestellt. Jetzt denkt ihr euch, ihr seid verwirrt, lasst mich mal kurz rausgehen. Man muss aber sagen, 18 Euro ist heute der teuerste Preis. Aber ein Dönerteller ist ja nochmal ein Unterschied, weil ich kann es euch hier zeigen. Das ist halt wirklich eigentlich sehr nice. Der hat hier noch dieses geile Brot und also gefühlt noch ein Lahmacun-Brot hingetan, was nice ist. Aber wir wollen ja Döner. Das ist das Fleisch, guck's dir an. Übergeil, ne? Wir haben jetzt hier unser lecker Schnecker Dönerbrot. Ist ein bisschen kalt, will ich nicht lügen. Und nicht geschnitten, nein. Gar kein Problem, Digga. Ich habe damals nicht umsonst die Yum-Yum-Brötchen gemacht. Also wir haben Yum-Yum gekauft, Brötchen geholt, das Innere leer gemacht und dann Yum-Yum reingetan. Geile Sache. Wir haben Brot und wir packen dieses Bombenfleisch. Anders kann man es nicht sagen. Und Leute, das macht den Döner manchmal oder immer eigentlich immer ziemlich, ziemlich geil, wenn ihr eine Zitrone habt, ne? Macht noch ein bisschen Zitrone da rein. Das ist auch richtig, richtig lecker. Und was haben wir, Leute? Wir haben es wirklich geschafft, ein Dönerteller ist, einen Döner draus zu machen. Oh, Digga, Junge, guck mal dieses Fleisch an, Alter. Also, mal das Fleisch einzeln, ne? Ist so hammermäßig lecker. Es ist nicht nur geil vom Fleischsaft her, sondern ich kann es gar nicht sagen, du drückst drauf, oder du beißt rein. Also, oh, du saugst richtig. Du kannst richtig dieses Fleisch saugen wie so ein Lutscher, Alter. Sehr geil. Also wirklich ein Hammer. Hammer Fleisch. Natürlich blöd, weil das Brot ist ein bisschen trocken jetzt hier. Antep Kebab House punktet halt übertrieben heftig mit ihrem unglaublichen Fleisch, was wirklich einfach nur derzeit einmal in Hamburg ist. Sehen wir mal ganz ehrlich, Leute, Antep war jetzt so ein bisschen kleines Extra für euch, um euch heiß zu machen, weil so ein richtiger Döner ist, ist leider nicht so ein Lahmacun, aber trotzdem safe über eine 8. Richtig lecker, das Ding, sage ich euch. Ich würde sagen, das war eine richtig geile erste Döner-Tour. Mal gucken, ob noch Teil 2 sonst was kommt. Ich möchte erst verschiedene Touren machen. Wir können aber gerne nochmal eine Döner-Tour machen oder nochmal das und das. Aber vielleicht erstmal ein paar andere Touren und hier und da. Wenn ihr Bock darauf habt, Leute, lasst super, super gerne ein Like da, ein Abo auf dem Kanal, falls ihr euch da gelassen habt, auf Fettsack probiert. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.